Leo Weinbein. Du kannst ganz schön weit, obwohl du nicht mal texten kannst. Mir die besten Dank für diesen Schmutz im Turnier. Oh, und jetzt gib mir mein buntes Papier. Ram, Leo Weinbein. Du kannst ganz schön weit, obwohl du nicht mal texten kannst. Mir die besten Dank für diesen Schmutz im Turnier. Oh, und jetzt gib mir mein buntes Papier. Oh, Ramio, du moppeliges Fettchengesicht. Dein immer gleiches Rumgeflow rettet dich nicht. Das erste Finale mit Wiss ist sowieso zu Ende. Deswegen hab ich gerade Zeit für dieses Bonus-Battle mit Fio und Scream, was du Rap-Jugend-Treff. Ein bisschen Zeit und gucken, wer am schwulsten Rap macht auf dein Herz. Schwulen Rap mach ich sehr gern. Ey, ich schwinge das Katana waagerecht durch dein Hirnmark. Und deine Cap ist danach nur noch ein Stirnband. Steigst auf dein Bike dein halber Kopfbaum mit dem Rad ein Schuss und er platzt im Ballon, alter Ramio-Kart. Ey, ich bin noch nicht der Größte, doch wirke neben dir riesig. Von zu imponieren, lügst du frech, du wärst ein 70. Und deiner Quali dachte ich, ist das ein dickes Mädchen-Rap. Kräftige Waden gehören in Szene gesetzt. Ramio, Weinbein, du kamst ganz schön weit, obwohl du nicht mal texten kannst. Wie die besten Dank für diesen Schmutz im Turnier. Oh, und jetzt gib mir mein buntes Papier. Ramio, Weinbein, du kamst ganz schon weit, obwohl du nicht mal texten kannst. Für die besten Dank für diesen Schmutz im Turnier. Oh, und jetzt gib mir mein buntes Papier. Ramio, ich wollte nie persönlich werden. Aber wer seine große Liebe im Internet so zur Schau stellt, Alter, der verdient es nicht anders. Was ist das mit dir und Brücken? Und wieder mal ein Drehtag, die Location macht ihn glücklich. Manche Rapper haben Rücken, aber Ramio hat Brücken. Er hampelt ein bisschen rum und muss nicht mal sein Bestes geben. Brücken helfen halt bei ein paar schlechteren Szenen. So einen Ort hat jeder zweite schon benutzt wie eine Vocal Hook. Doch er kann keine Rücksicht nehmen, das ist halt sein Brückenfetisch. Wie Blinksfilm Bridget Jones, vergiss die Pokerchips. Ramio sitzt an so'm Tisch und spielt mit einer Oma Bridge. Er will seine Wackness überbrücken, ich will's nicht erläutern. Man redet halt nicht hinter dem Brücken anderer Leute. Morgen wieder Videodreh, Mann, was hat der Glück gehabt. Morgen nicht zur Arbeit, denn morgen ist ja Brückentag. Ich reiß für dich alle Brücken ab, bis keine einzige mehr steht. Oh, ich reiß für dich alle Brücken ab, und du hast keinen Ort mehr zum Drehen. Oh, ich reiß für dich alle Brücken ab, bis keine einzige mehr steht. Oh, ich reiß für dich alle Brücken ab, und du hast keinen Ort mehr zum Drehen. Ramio, ich bin dein Vorbild, also pass mal auf, denn aufgrund deiner Zwergengröße schaust du zu mir auf. Ramio will mit mir ein Battle auf Augenhöhe. Er kommt mit ner Leiter an und ich sage, du brauchst ne Größe. Ramio, du schüttelst dir den Kopf, wenn du zu Boden blickst. Die Stufe für das Siegertreppchen ist doch eh zu hoch für dich. Du rappst ein paar Menschen deinem Part vor, und dir sagt man höchstens tolle Nachrichten als Elvis Imitator. Ich hör deine Runde, denk mir bitte, mach keinen schwulen Part, doch das erledigt sich von selbst. Ramio und Julia, deine Mama ist wie du nie, denn sagt man, dass man sich ficken will, schützt sie direkt um Mitternacht, klingelt an der Tür. Ich komm im Ramio Kart, dräng mit Bananenschein deine Eltern vom Straßenrand ab, so wie Win in 6-8. Meine Shotgun macht aus dir Guacamole. Hammer auf dein Kaffer, du siehst aus wie ne Bohle. Nein. Mein Pitbull beißt sich an dein Wadenfest. Ich rufe keine Angst, der will nur Abendessen. Wenn du Bastard auf ne Brücke gehst, wird daraus ein Catwalk. Ich schieß an Ramio vorbei. Headshot, Dennis. Runde rettest du die Challenge mit Matters? Denn seien wir ehrlich, deine Leistung war da echt sehr schwach. Haus hoch gewonnen, bla bla, das waren schämlich Punkte. Das Beste am Battle war der Weiberarsch der Gegner. Runde 2, du verneinst die Challenge wegen Fairness. Der verkackt fliegt, weil man im Turnier hier sonst verkehrt ist. Warum macht man mit? Komm, seien wir doch mal ehrlich. Mit Olli W im Rücken, dann ein Videokonzept. Ich dachte, du lieferst jetzt echt das mieseste Brett. Denn mit so viel Potenzial, Alter, was kriegt man da zustande? Schilder hochhalten, das kriegt ihr zustande. Gegen deine HD-Videos kann ich ziemlich wenig sagen, außer dass die mich nicht jucken. Kannst du Zebra fragen? Ramio, du passt
deshalb bist ein ganz krasser Schlappschwanz. Deine Freundin will im Bett, Armlänge Abstand. Ich hab versucht, bei deinen Runden ernst zu bleiben. Doch dann fand deine Leute Kia mit Rallye-Streifen. Wir richten Ramio brutal hin und werden durch den Anschlag Fanny Martin Luther King. Jede Challenge denken wir uns was Kreatives aus. Du kommst nur drauf, dass du ein Fame-Feature brauchst. Und doch im Finale hast du's immer noch nicht selbst bemerkt. Mo, bist schon low-key, bei uns wird's mit der Gang geklärt.